Hallo an die Geräte zu Hause, mein Name ist Christian Schlegel. Wir haben Januar und zwar den 15. um 17:30 Uhr und ich möchte mit euch den Stanpur 500 durchgehen, auch schon ein paar Wochen her. Und während ich jetzt hier ein paar Fibos einzeichne, nochmal den Hinweis: Jetzt am Wochenende ist in Dresden der Börsentag. Der gilt, ich war selbst noch nicht da, als einer der schönsten. Wie gesagt, ich war noch nicht da, das ist da irgendwo in der Nähe von diesem Maritimhotel. Und ich bin dran um 11:30 Uhr und 15:30 Uhr beim Stand der Börse Frankfurt Xetra Gold. Ich bin entweder kurz vor oder nach dem Markus Koch. Mal schauen, wir laufen uns da auch mal wieder über den Weg. Gucken Sie mal rein, wenn Sie in der Nähe sind. Der genießt also eine sehr gute Reputation. So, und jetzt habe ich gemalt in der Zwischenzeit. Der Stanpur 500, die letzte Analyse, die war irgendwo hier. Ja, dann kamen die Tage kurz vor Weihnachten, dann kamen die Tage nach Weihnachten. Und hier gibt es die einzig wirklich sinnvolle Korrektur von dieser ganzen Bewegung. Dann sind wir, also von oben runter, eine Korrektur, dann einmal runter und dann weiter losgelegt. Der hat einen ordentlichen Zahn zugelegt, hier von der 2340 bis zur 2600. Fibo-mäßig bewegen wir uns zwischen dem 38,2er und dem 50er Retracement bei 2638. Da sind wir hier, verbindet sich in etwa mit dem oberen Band. Und da nehme ich jetzt mal die Fibos raus und hole den Freund mal näher rein. So, von den Bändern her ist im Moment nicht viel zu sagen. Die sind also auch für den Stanpur erstaunlich breit. Der Markt schreit eigentlich nach Pause. Und jetzt habe ich als ersten Punkt hier mal diesen Bereich hier. Ein Boden, zwei Boden, dann sind wir durch. Da sind wir dran. Genau dran. Ziemlich genau 2600. Und das ist zumindest ein Widerstand. Mit dieser Art Widerstand kämpfen einige Märkte. Der Dow hat es zwischen 24.000 und 24.300. Der DAX hat es zwischen 10.995 und 11.062. Da sind schon einige Werte an diesen doch recht wichtigen Widerstandszonen dran. Jetzt haben wir heute den Exit, sorry, den Brexit. Die Entscheidung steht, ich habe sie bisher noch nicht gesehen, noch weiter aus. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das ausgehen wird. Ich habe das ja auch auf NTV gesagt. Da gibt es ja auf meiner Homepage das letzte Interview, was zusammen mit dem Matthias Hüppe bei Friedhelm Tilgen geführt wurde. Ich traue mich nur eine Aussage zu machen für die ersten 3 Monate. Und danach muss ich da komplett neu rechnen, neu überlegen. Jetzt eine Aussage zu machen für den Rest des Jahres, das ist Spekulation und ein Spekulant ist ein Tier auf einer dürren Weide. Machen wir mal hier weiter. Das MACD kippt leicht ab. Darf ich nicht mögen. Die Stochastik gilt natürlich definitiv als überkauft, aber wenn der Stanpur 500 es schafft, diesen Bereich hier, und damit meine ich, der geht hoch bis zu 2650 zu überbieten, dann ist es eigentlich erstmal egal, ob die Technik überkauft ist oder nicht. Der Chart ist immer wichtiger. Schauen wir mal nach Scheinen. Und ich hatte das jetzt schon mal gesagt, dass Goldman Sachs ja auch auf dem Trader Fox drauf ist. Das vereinfacht mir die ganze Geschichte hier sehr. Und ich habe jetzt hier schon mal ein bisschen vorsortiert. Ich möchte gern für den Fall, dass wir das wirklich schaffen, hier drüber zu gehen. Für mich ist dieser Punkt so um die 2630 per Schlusskurs. Müsste ich eigentlich die Meinung haben, dass wir nochmal weiter hochgehen, um wenigstens so diesen Bereich so um die 2700 zu sehen. Es ist nicht mein präferierter Weg. Mein präferierter Weg ist nochmal runter bis zur 20-Tage-Linie. Ähnliches habe ich ja auch im Down, auch im DAX gesagt. Deswegen suche ich mir einen K.O.-Schein, der unter diesem letzten Low hier liegt. Und ich habe den hier gefunden. Das ist ein zeitlich unlimitierter mit der Basis 2400. Ich runde 40. Ja, der hat immer noch einen 16er Hebel. Das ist keine kleine Geschichte. Und das ist von Goldman Sachs die GA05 Friedrich 5. GA05F5. Ja. 2439 liegen wir also hier drunter. Das ist für den Fall, dass wir den von mir präferierten Weg nehmen, nochmal auf die 20-Tage-Linie aussetzen. Jetzt schauen wir mal nach Putz. Ja, ich gehe hier auf Putz. Und ein Putz sollte meines Erachtens nach liegen hinter diesem Zwischenhoch. Das heißt etwas über 2700. Der gefällt mir hier ganz gut.
Auch zeitlich unlimitiert, also Open End, mit der Basis 2738,5. Da liegen wir also ziemlich genau hier, ganz knapp vor der 200-Tage-Linie. 2738,5, das ist die GM9TYL. GM9TYL. Ich will nicht so weit weggehen, dass sie auch noch deutlich über die 200-Tage-Linie gehe oder über die 2800. Nochmal, der präferierte Weg von mir ist nochmal runter zur 20-Tage-Linie, eine Korrektur von diesem kurzfristigen Aufwärtstrend. Das fände ich am schönsten. Das fordert momentan auch die Technik, die jetzt hier so ein bisschen rumhechelt. Das wäre was. Aber nochmal, wir haben jetzt die Exit-Brexit-Geschichte. Ich weiß nicht, um wie viel Uhr das heute entschieden wird. Das habe ich mir jetzt nicht angeschaut. Morgen können wir reinkommen, dann ist die Welt eine ganz andere, so oder so. Deswegen ist schon hier mit Vorsicht alles zu genießen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.